Komm schon, Christoph, hier, viel Spaß. Es wäre so lustig, wenn du verlieren würdest, ne? Ich würde dich so tot und ich würde dein Western löschen. Achso, entschuldige bitte. Aber dann ist ja nichts wert. Dann stimmt nicht. Dann nehme ich irgendeinen, der schon lackiert ist. Triple H oder so. Genau. Was sieht Blackman? Nimm The Rock und verlier. Nimm Steve Blackman dann. Ich bin sowieso ein Blackman-Fan geworden. Die Musik von dem. Nur wegen der Musik. Noch ich habe eine Goldkette und trage ein Hemd, wie damit ich in eine Uhr. Das ist Hulk Hogan. Hau ab, Hulk Hogan, ich hab keinen Bock auf den. Warum kämpfen jetzt eigentlich beide gegen Leute, die in der Hardcore-Division sind? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Wir müssen zurück in die Hardcore-Division, damit wir gegen die WWF. Im Endeffekt haben wir die Möglichkeit, den Titel zu tragen. Außer Tech-Titel, vielleicht. Nein. Oh, Dennis hat mit uns ein Touchables. Ja. Sagen wir so, ist gut, ja. Wer spielt denn da den Alcatraz? Welcome to you. Boom! Oh, guck mal, wie viel ich jetzt schon hab. Arschloch. Ich bin ein schnelles Match, glaube ich. Hör mal, das ist ein Opa. Guckt sich schon vor Schmerzen. Läuft wahrscheinlich schon gut glücklich. Ja, aber daran liegt, dass er so alt ist. Oh, meine Rücke, ja. Richtig hoch. Oh, du hast eine Maske auf. Das tut nicht so weh. Was hat er davon? Also, wenn wir gleich einen Finisher machen, der ist K.O., ne? Dann, Jo, ich komme. Ich mit meinen Elfenschüchchen. Genau. Tritt mal in die Eier damit. Oh. Nein, er hat einen Move gemacht, jetzt gewinnt er mich. Ich dachte normal. Was? Wie ist los, der kann sowas? Ja, aber das ist so ein Oldschool-Westing-Move zum Teil, oder? Genauso wie der Scoop Slam oder der Atomic Worm. Ja, das ist ganz schön klein, ne? Ja. Vielleicht schon ein bisschen zu klein für dich. Oder auch nicht. Oder auch nicht, genau. Was? Mein Gott, ihr habt seinen Vornamen schon voll, Christoph. Du enttäuscht mich. Boah, ich mach einen Rückwärtshalt von meinem Alter. Doch, Mann. Solo-Block. Oh, Jared Briscoe, komm zu Hilfe, oh mein Gott. Das war's. Für Jared Briscoe, mein Gott. Ja, ja. Schön mit den Beinen umgehauen. Oh! Oh mein Gott, was für ein powerful Move! So ein Double Underhook Splash. Hat man nicht schon geglückt jetzt? Das wäre lustig, wenn. Wollte der Bronco Buster mit dir machen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der wollte einen Bronco Buster Leider ein bisschen zu spät. Ich weiß noch ein. Wer einen bestimmten Move. Ach, guck mal. Guck mal, wer kommt. Guck mal, wer spricht. Mach mal. Gib mal. Den wolltest du machen? Nee. Du wirst das ja liegen bleibt. Nee, das will ich nicht. Den wolltest du machen? Achso, der Nein, ist ein guter Move, ja. Du darfst nicht so lange überlegen. Leg dich ein. Er liegt aber draußen. Nee, will ich auch nicht machen. Jetzt wird es gleich ausgezählt. Das wäre lustig. Ball. Das hat er jetzt selbst gemacht. Ich hab dich aufgegeben. Okay. Chokeslam ins Gesicht, ja! The Face Slam! Ich glaube, das war's. Und der Rest, ja, ich gehe davon aus. Ich glaube, der hing irgendwie mit seinem. Irgendwo ein bisschen zu tief da. Ich glaube, ich habe den irgendwo in der Höhe der Rippen gepackt. Ja. Ich habe den in den Rippen hochgeschoben. Genau.
Ach, endlich mal ein Match gehabt. So, das reicht jetzt wieder für einen Monat? Locker. Mhm. Du kommst jetzt zu Royal Rumble wieder. Ja. Also Nummer 4. No. Ich hoffe nicht, dass es wegen mir ist. Ich bin gespannt. Oh Gott sei Dank, das ist wegen mir. Was soll dieser Big Boss denn bitte schön so was Tolles sein? Das ist mein Gegner, das heißt, ich habe irgendwie storyrelevante Ziel. Nicht zwingend. Das heißt, es kommt nach den neuen Schnipsel. So. Wie beim TV-Show, ey. Well. Ja, schon mit dem Eistipp. Ich habe ja schon genug. Oh, oh, müssen ein paar Übungen von Seth? Nein. Ah. Bei unserer Attacke kommt immer ein Amerikaner, der ist voll cool drauf. So, Ami, sprich in Englisch mit mir. Wie alt ist der? Schätzt du? Mitte 40. Afrikaner. Oh. Afroamerikaner also. Oh. Noch schlimmer. Ich mag den. Ich mag ja auch. Ja, da wissen wir, wenn wir falsch halten. Jo. Ich kenne gar keine Afroamerikaner oder Afrikaner, wenn wir so auch. Man möchte im Leben. Nur niemand begegnet mir nicht. Du kennst keine Leute afrikanischer Herkunft? Afrikanischer Hautfarbe? Nein. Ich hab's gerade versucht. Ich wollte gerade erst sagen, du kennst keine Schwarzen, aber das ist ja auch schon mit diskriminiert. Ja, ja. Hab schon. Jared Briscoe. Das wäre lustig, wenn der jetzt wirklich gewinnen würde. Und der Pit Mark Henry. Ja. Oh! Was Oh nee! Mein Sweet Pussy! Ah. Vielleicht führen wir jetzt das 3-on-1 Handicap Match ein. Das kann natürlich sein. Aber tritt er gegen die an. Austin. Der Dennis. Mein Sweet Pussy fragt Shane McMahon. Oh, gegen Big Boss Man. Ja, ich kämpfe gegen den, oder? Weiß schon, ne? Boah, muss ich ja jetzt mit dem dann zusammenkämpfen, gegen die drei, oder? Da hab ich einen Gas drauf. Vielleicht machen sie auch einen One on Tag. Das 3 on Tag. Ich kann auch sagen, 2 on 3. Dann machst du die Karolins zu deinem Bitch. Jetzt hab ich das nochmal gucken. Mein Match ist weg! Ihr Wichser! Ihr Wichser! Warte mal, vielleicht warten wir mal, was jetzt anfangen. Das Big Boss Match Brühl kann ich antreten, jetzt muss ich gegen die drei da dran. Das wäre schon ganz lustig. Weil ich auch ein bisschen Angst hätte. Doch, ja. Es passiert auf jeden Fall noch was. Guck mal. Bauch. Wohlstandsbauch. Das ist aber nicht mehr so groß wie früher. Auf dem Video, trotzdem noch Wohlstandsbauch. Ja. Jetzt komm mal, zeig dich mal in der Kamera, wie die jetzt aussieht. Der hast du schon echt so lange nicht mehr gemacht. Mach das mal wieder. Nein, bin nicht. Sollte ich schon abgefahren. Ja. Ja, ins Kreuz die ganze Zeit ausgesehen. Bam, 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 bam. Indigieren. Okay. Das ist jetzt aber zu kurzfristig. Oh, jetzt müssten 4 Schnipsel hintereinander kommen. Ja. Woche 9 war. Na, ja, nehmen wir den Trafnis. Du, 2 Matches? Nee. Du hattest auch schon 2 Matches. Ja, 3 Matches haben sie nicht gänzlich. Ihr Wichser. Schnipsel! Ah! Boah, er, ne? Ja. Eigentlich muss ich jetzt Shane McMahon auf die Fresse hauen. Mach doch. Kann ich ja nicht. Oh, ich muss in Exhibition reingeben und dann hält das Sandwich gegen den. Hat der verloren oder was? Scheinbar wird der verlieren. Jetzt fällt sich jetzt schon auf, der ja. Herr. Was hätte ich zugefroren, voraus, ich werde das mit verlieren, Mann! Winnie McMahon! Ich will nächstes Jahr zu WrestleMania fahren. Nächstes Jahr schon? Ja. Spannend. Das müsste eigentlich der Bossman gewinnen. Theoretisch ja. Praktisch. Aber weil er sich aufgeregt hat? Nein. Ich komme jetzt keine Story. Tipp! Fuck, nee, doch. Ich sag Blackman. Aber du auch Fanboy bist.
Vögel. Fuck, du hast gemacht. Zum Glück hat die Panse verloren, die Panse. Ja, aber ich hatte halt Netsch. Ich nicht, weil es mir weggenommen worden ist. Was hast du gesagt? Jericho. Dudley. Kane als Referee, das ist etwas lächerlich. Sieht lustig aus. Snow Cold. Triple H. So! Wie ist die Position freigeschaltet? Bla 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 bla. Ich glaube, nach einem Jahr hat man alles freigeschaltet, ne? Ich glaube auch. Außer ein paar Moves jetzt. Von den Unknowns. Ja. Gratulation! Beat Gas, Rodney und. Oh, jetzt. Oder den Tannen. Sind alle tot? Ernsthaft? Sind die alle tot? Ich weiß ja nicht, was die für eine Aufgabe hatten. Also warum die überhaupt in der WWF damals waren. Voll fast. Die konnten nix. Die waren so eine Unterhaltungs- und Lachnummer. Ja. Ja, und die sind ja manchmal versucht, eine Hardware zu holen. Versucht. Sind aber immer wieder ein Crash Party gescheitert. Oh! Oh! Wow, oh, das ging den Penis an Training. Was ist trotzdem alles nicht bringt. Ich hab gar nicht gesehen, was bei mir war. Bossman? Ja, den hab ich auch noch in Erinnerung. Er redet nicht mehr. Er hier vielleicht. Ich weiß aber nicht. Oh. Der ist doch jeden Tag da, mein Gott. Muss es dafür immer eine Sequenz geben. Ja, sicher doch. Ja. Check. Wie ist der kleine Aufwunderung? Auch wenn die hässlich sind. Bitte? Auch wenn die hässlich sind. Ah. Jetzt haben wir noch drei Wrestler mehr bei uns. In der Liga. Und den Champion machen die doch nicht. Nee. Gut, dann werde ich irgendwo du mal schön aufs Maul hauen. Was? Ich muss mal schön aufs Maul hauen. Das hat, das können wir so BAMS! Ach, ist der Controller, der dich mit Funk? Jo. Ich hab da jetzt aus Frust und wir ein Kabel rausgerissen. So Scheiß! Ja. Das ist der Techno-Camp. Techno, Techno, Techno. Witsch. Das kommt mich so dämlich von immer noch bei der Tour. Ja? Ja. Kommt mich so dämlich von Kamera. Wird das denn jetzt? Was hat er denn gemacht? Achso. Entschuldigung. Nee, nicht Entschuldigung. Nicht Entschuldigung. Ah! Dann ist was an ihn geschlagen. Mhm. Ja! Ich war der Luftpenner. Okay, den Lion Sword getrunken. Mit Jericho, aber das ist Speedy Move leider. Und der hätte bei mir einfach gar keinen Sinn. Nee. Kannst du mal aufhören, mich zu kontern, du Arsch? Oh, was bist du jetzt? Ich kann auch Konter und Faust. Okay. Ah! Ich will mal mit dem Fame-Messer treffen. Das war schon mal nicht vor. Ich will aber nochmal treffen. Hm? Ich bin nochmal gesprungen. Nein! Ich hab gedacht, ich treffe.